Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bei uns auf dem Dachboden. Ja, ich musste meine Schleichsachen hierhin befördern. Ja, auf jeden Fall. Heute mache ich ein Video, das heißt das Leben in Clans. Ja, viel Spaß. So, hier ist so ein kleiner Ausguck vom Schattenclan. Da oben stehen die anderen Schattenclan-Pferde. Das ist der Donnerclan. Ich weiß jetzt nicht, welcher Clan größer ist, der Schattenclan oder der Donnerclan. Das ist der Donnerclan, da ist der Schattenclan und da unten, da ist der Ausguck. Ja, der Schattenclan. Ich glaube aber, der Schattenclan ist größer. Also ich habe zwei von diesen Pferden. Das hier ist halt einmal Sonnenstrahl und ich habe den halt einmal in weiß und einmal in schwarz. Ja, viel Spaß. Eine kleine Clanbesprechung. Wer füllt der erste Patrouillan? Ich will. Okay, dann machst du das. Wen willst du dabei haben? Ihn und ihn. Und vielleicht noch ihn. Okay. Gut so. Yep. Super. Gut. Guck, was der Schattenclan macht. Machen wir. Während die Patrouille auf dem Weg zum Schattenclan ist, wird Donnerclan ein neues Fohlen geboren. Ich muss mal eben dazu sagen, ich kann mir nicht alle Namen merken. Also deswegen wundert euch nicht, wenn ich irgendwie nur ihn oder das Fohlen sage. Es ist das Fohlen von Gwendolyn. Eben erst auf den Beinen und dann kommt schon die nächste Gefahr vom Hof her. Was ist das denn da hinten? Ist das eine Pferde? Ist das eine Herde? Oh oh, ich muss lieber schnell Bescheid sagen auf dem Hof, dass ich fremde Pferde gefunden habe. Ich glaube, das findet sie nicht so toll, wenn hier einfach die Pferde rumlaufen. Mareike, Mareike, was ist denn? Ich habe eine Herde an Pferden gesehen. Was? Wo? Da hinten. Oh oh, wir müssen sie schnell abholen. Aber das geht doch nicht, es sind zu viele. Na und, da müssen wir halt den Anführer hinten in den Hänger tun. Und dann wird die Herde ihm wohl schon hinterherlaufen. Okay, das machen wir. Ruhig. Alles gut. Ja.
Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber es gibt nur eine nächste Folge, wenn ihr einen Daumen hoch gibt.